Willkommen zu Part 27 von Let's Play Splatoon. Wir sind in Zone 5 beim Boss in den Fängen der Oktotyrannei. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt ganz gut hinkriegen werden, hier in dieser Untertasse. Obwohl, was geht hier ab? Na? Oh, hä? Oh, er entführt uns. Na, das ist ja nicht so toll. Was machen wir jetzt? Ah, da ist der Elektrowelz. Der Riesen-Elektrowelz. Oh, Captain Kuttelfisch. Nummer 3, das ist eine Falle. Komm bloß nicht näher. Das fällt dir aber früh ein. Wir können ja schlecht wieder gehen. Wir lassen dich doch nicht einfach im Stich. Nee, das ist richtig. Das können wir auf keinen Fall tun. Wir müssen jetzt einfach weitergehen. Und hier, ja, ich weiß nicht, kommen wir schon zu dem... Nein. Ja, wieso auch, ne? Natürlich kommen wir nicht zu dem hin. Aber der wird jetzt... eingesogen von diesem riesigen Viech. Das ist anscheinend der Boss. Und nein, sag nicht, das sind hier die Arme von dem. Ah nein, der hat extra Arme, okay. Was ist das denn hier? So ein DJ-Pult, geil. Und dann noch so Pommes daneben. Okay, wie geil. Oh, er gibt hier einen richtig geilen Beat ab. DJ Octario, ich werde mir zurückholen, was mir gehört. Ja, was gehört dir denn? Der gehört doch nichts. So, was ist das? Ah, Geschosse. Ah, oh, das ist knapp, du. Alter, kann man die besiegen? Hört sich so an. Abhauen. Alter, ist der dreckig. Was soll das denn? Und vor allem, was böse ist, bei dem hier kommen erst 4, bevor die Hand kommt. Und bei dem anderen kommen 2. Ja, gehen die Hände irgendwann kaputt? Kann das sein? Ich weiß ja nicht. Hä? Wie habe ich den jetzt langsam gemacht? Der kam doch auf einmal viel langsamer an. Wie kann man das machen? Ach so. Ja, okay. Ich muss den irgendwie vorher... Bevor der hier auf den Boden kommt. Ui, geil, da kann ich ihn zerstören. Und was jetzt? Ah, hier geht's weiter. Oh, jetzt lässt er mich nicht. Geil. Jetzt lässt er mich nicht. Alter, ich muss mir das langsam mal merken hier, dass der... wieder angreift. Weg mit der Hand. Und jetzt gehe ich weiter. Okay, schön ist was anderes, aber auf jeden Fall kann man es wieder mal leicht durchschauen, auf jeden Fall. Ich habe es zwar nur durch Zufall gefunden, aber trotzdem. Man kann das schon rausfinden, behaupte ich jetzt einfach mal. So, jetzt sind wir hier vorne. Weg mit dir. Bäm. Und jetzt... Ah, okay, geh weiter. Denkst du, du kannst es mit mir aufnehmen? Ja, bis jetzt habe ich es ja auch gekonnt. Was zur Hölle ist das? Kann ich das weg... Ja. Kann ich wegmachen? Oh! Die habe ich nicht gesehen. Alter, das ist böse. Ah, kommt gleich noch eins. Weg mit dem. Oh, der schießt er das irgendwie zurück oder so? Oh, ist er besiegt? Impertinenter Inkling. Nein, er ist nicht besiegt. Es geht weiter. Oh, hier ist ein Sprungfeld. Ja, dann gehen wir doch mal weiter, wenn er das so möchte. Ah, Heulboje. Was geht bei dem schief? Aber das ist gleich... Oh, da kommt auch die andere Hand. Gut, dass ich das gesehen habe. Das wäre ja komplett am Arsch gewesen jetzt. Und wir kommen nach hier drüben. Lol. Direkt gestorben, einfach so. Scheiße. Und 2 Hände aufpassen. Weg mit dem. Alter, da muss man sich mega konzentrieren. Okay, das ist schon mal weg. Der hat mich allerdings gesehen. Jetzt kommt er mit der linken Hand zuerst. Und die zweite. Ja, die zweite kommt auch, verdammt. Da was? Ja, Ausrüstungsgegenstand. Okay, ich gehe nach drüben zu ihm. Hier ist die Forschungsinformation. Ich kann aber nicht reden. Oh, ich war schon wieder fast drauf gegangen. Wieder die linke zuerst. Oh, Alter.
Was ist das für ein Bosskampf? Wie krank. Nee, komm her. Komm her, komm her, komm her zu mir. Ja, jetzt kann ich ja nicht mehr. Ja, da kann ich ihn zwar wieder töten. Aber das bringt mir ja nichts. Muss ja nach oben sicherlich zu ihm. Oder? Ist hier, ja, hier ist ein Bossfeld. Bossfeld. Kampffeld meine ich. Ein Battlefield. Ah, jetzt rastet er komplett aus. Ah, das Ding wieder. Heulboje ausweichen und allem anderen auch. Fuck. Das auch. Weg, 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 weg. Ich muss mit dem das so hin und her spielen, so hässlich. Ach komm. Ich hatte es doch. Klein nochmal, oder? Ja, tatsächlich. Dass dem seine Box ist oder so, keine Ahnung. Weg damit. Absolut weg damit. Ganz, ganz schnell. Bäm. Und jetzt? Wohin jetzt? Los, meine Schergen. Okay. Kommt hier wieder so ein Sprungfeld vielleicht? Ja. Okay. Und weiter. Ey, Alter, was macht er denn jetzt? Geil. Die andere auch, verdammt. Hä, was ist das? Muss ich auch abschießen. Okay, es kommt doch nicht zu ihm zurück. Alter, muss man hier aufpassen. Das ist echt krass. Weg mit der Hand und weg mit der Hand. Bäm. Oh, hier sind Schwämme. Schnell nach oben. Weiter. Ah! Alter, das macht mich doch sofort weg. Weg mit der Hand. Weg mit der Hand. Boah, Alter, ich kann hier überhaupt mich gar nicht konzentrieren, wirklich. Her mit der Hand, weg mit dir. Und du auch. Alter, gibt's ja auch mal irgendwie so ein finales Feld oder so. Ich hab keine Tinte, verdammt. Alter, wie krass ist das denn hier? Alter, die machen mich fertig. Ich bin wieder dabei, wow. Oh, der rastet komplett aus, Alter. Alter, was geht hier ab? Das Ding zurück, Wieso? Wieso hat das nicht geklappt? Ich will ja verdammt nochmal nicht sterben. Weg damit. Absolut schnell. Wo ist denn das Ding eigentlich hin? Ist es wieder gestorben? Ja, ist es. Leider. Ja, wo ist es jetzt? Es ist wieder verreckt. Alter, das kann man doch gar nicht schaffen. Das ist doch gar nicht möglich. Oh, was da alles auf einen zukommt. Jetzt kommt das Ding natürlich von hier. Alter, ist das eine Scheiße. Was will man dagegen tun? Ich krieg das dritte Mal, krieg ich immer nicht hin. Ich muss mir das irgendwie mal einprägen.
Sehr geil, das hat gepasst. Sehr gut, jetzt läuft alles besser. Wo ist das letzte? Gib mir das. Weg mit dem. Boah. Alter, du gehst mir so auf den Sack, Junge. Für wen hältst du dich? Und das hier nehme ich mit. Ich will nicht runterfallen. Wo ist er jetzt? Los, Nummer 3. Ach so, nächstes Sprungfeld. Geil. Oh Gott, Alter, wie ewig geht dieser Kampf? Vor allem, wie krass ist der bitte? Jetzt wieder die Hände oder was? Ich muss irgendwie... Ah, oh Gott. Oh Gott. Die sind mir relativ egal hier, was hier abgeht. Ist mir alles Rille. Und du hierher. Weg mit dir. Und du auch weg. Alter, warum läuft mir gerade meine hässliche Nase? Alter, ist das eine Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Hier muss man das doch bestimmt auch nochmal spielen. Diese blöde Gülle. Komm her, du Hand. Wo muss ich lang? Warum ist der Scheißweg so dünn? Alter, wenn ich jetzt verrecken würde, ich wäre so... Unglaublich. Ey, nein. Das darf einfach nicht sein. Oh, ist der krass. Hey, was denn jetzt? Aus dir mache ich ein Stempelkissen. Weg damit. Oh, Alter, kommt das zurück. Das ist heftig. Das ist echt heftig. Junge, Junge. Weg damit. Oh! Das kann's ja nicht sein, ey. Alter, bin ich aufgeregt. Ich bin weg. Okay, doch nicht. Klappt noch. Stirb einfach nur. Das ist doch viel zu heftig, ey. Ah gut, aber es ist leicht durchschaubar immer noch, aber leicht umzusetzen ist es deshalb noch lange nicht. Wo ist es denn? Okay, dort unten, toll. Das nützt mir reichlich wenig. Hört ihr das? Alter, wenn es aber hier noch nicht vorbei ist, dann raste ich aus. Wo ist denn das? Da. Nochmal von hier! Nein! Ah, dass der das auch immer variieren kann, das finde ich so dreckig. Hast du gehört, Junge? Kannst du das mal ein bisschen nicht so variieren? Wo ist es da? Ich will wissen, wo es kommt. Zweites Mal. Jetzt von da, ja, da komme ich doch nicht hin. Wie soll ich da denn rankommen? Sag mir das bitte, vor allem, wenn das so schnell kommt. So ein Assi. Ja, jetzt von der Seite, klar. Ja, genau, ach klar. Mach's halt noch ein bisschen schneller, klar. Natürlich. Geh mir nicht auf den Sack, Junge. Irgendwann sollte ich es dann aber schon mal hinkriegen demnächst. Wo ist es da? Viel zu schnell ist das Ding. Ich glaube, der macht das aber immer zu mir. Und daher muss ich einfach nur aufpassen. Wo es kommt? Yes! Oh. Dafür wirst du bezahlen. Alter, geh mir nicht auf den Sack, Junge. Was geht bei dir schief? Was ist das für ein Lied? Kannst du unser Lied hören, Nummer 3?
Du hältst es falsch rum. Das ist doch... Das ist genau meine Musik, die C-Sirens. Ja, keine Ahnung. Jag doch deine Enkelinnen nicht so ein Schrecken ein. Nummer 3, bitte rette unseren Opa. Ein letztes Mal. Attacke. Okay, ein letztes Mal. Das heißt, wir sind fast fertig. Leck mich. Checkpoint. Geil. Checkpoint. 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 Ich muss das schaffen. Ich habe wenigstens die Forschungsinformationen und so. Komm her. Ja, das gibt gleich ein bisschen Stimmung, das Lied. Das ist sehr gut. Los, kommt ihr Hände. Ah, da drüben bin ich nicht. Her mit dir und her mit dir und weg mit ihm. Oh! Alter, ist das heftig. Nein! Nein! Oh, ist das schlecht! Ich hab gedacht, die ist schon weg. Das habe ich alles noch erledigt, gerade so anscheinend. So, und jetzt kommt ihr Hände. Jetzt aber wirklich weg. Bäm! Alter, wie das abgeht. Wie das einfach nur abgeht. Das ist so heftig. Vor allem, wie auch er abgeht, ne? Muss man sich mal reinziehen. Das ist echt krass. Weg mit der Hand und jetzt geht's nach oben. Noch ein Stückchen weiter, ja. Da bist du. Hier, komm her. Gib's mir. Geh mir doch nicht auf den Sack, Junge. Bam! In your face. Bam. Uff, wie ist es möglich, von einem Inkling besiegt? Wie bedauerlich. Oh, Alter, ist das ein Boss, der ist echt krass. Es wird immer schwieriger, wirklich. Auch die schwierigste Passage ist... Nee, es gibt eigentlich das alles. Alles relativ asozial. Böhm, jetzt ist wirklich alles in unserer Farbe voll. Alter, wie mega krass. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der so lange dauert, wirklich. Aber echt richtig, richtig geil. Und da ist der... Oh. Der Elektrowitz ist wieder da, wie geil. Dazu kommen ein paar Nachrichten. Ganz Inkopolis schläft, nur der Newsticker nicht. Wie, was, wo, was gibt's denn nun um die Uhrzeit? Der Riesenelektrowitz ist zurück am Tintenturm. Boah, echt, das ist ja mal eine Neuigkeit. Wo er war? Wir werden es wohl nie erfahren. Naja, jetzt ist er ja wieder da. Juhu, lasst uns das mit einem Ständchen feiern. Um die Uhrzeit? Naja, warum eigentlich nicht? Ja. Das war's dann wohl. Jetzt kommen die Credits. Ey, cool. Ich kann abschießen. Ich kann alles abschießen. Yay. Ey, das ist ja geil gemacht. Ah, cool. So erfahre ich, wer das gemacht hat hier, die ganze Scheiße. Und da ist noch so ein hässliches Ding. Der verfolgt mich, oder? Cool. Dann komme ich wohl jetzt zu meiner Wertung. Die wahrscheinlich ziemlich gut ausfallen wird. Das ist mal ein Third-Person-Shooter der anderen Art, wirklich. Da hat Nintendo echt ganze Arbeit geleistet. Das Spiel ist richtig, richtig geil. Also auf jeden Fall eine dicke Kaufempfehlung. Wer eine Wii U hat, der sollte dieses Spiel auf jeden Fall besitzen, weil es einfach mega krass ist.
Ich meine, der Story-Modus, der ist zwar schon relativ umfangreich, die ganzen Bosse bis auf den letzten sind eigentlich sehr einfach. Das muss man noch dazu sagen, aber die Ideen sind so grandios in den verschiedenen Leveln, das ist echt geil. Das ist schon krass. Ja. Beiträge, glaube ich, oder vielleicht einfach nur sonst was außenrum. Ja. Natürlich besteht ja, der Hauptteil eigentlich aus dem Online-Modus von Splatoon, das muss man schon sagen. Darum geht's in Splatoon. Also wer Splatoon kauft, der sollte nicht auf den Online-Modus, den Offline-Modus, also den Story-Modus, also sollte das Spiel nicht deswegen kaufen, sondern eben wegen des Online-Modus, weil der eben ziemlich geil ist. Wir haben es auch in den letzten Parts mitbekommen. Wir haben die Rangkämpfe gespielt, Turmkommando gibt's, Revierkämpfe, dann dieser Zonenkampf, der auch richtig, richtig geil ist. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das bewerten soll. Also die Musik ist auf jeden Fall ziemlich geil, auch wenn es manchmal eintönig ist. Bei den Splatfesten gibt es ja dann immer eine kleine Abwechslung. Da ist nochmal eine andere Musik und andere Sachen und so. Ich meine, ich bin sicherlich auch nicht der beste Splatoon-Spieler. Aber selbst wenn man jetzt nicht so gut ist, hat das Spiel schon einen hohen Suchtfaktor. Und es macht echt Spaß, es ist schon der Wahnsinn. Von der Grafik her, die passt auch wunderbar zu dem Spiel. Und es ist halt einfach auch insgesamt so eine grandiose Idee, erstmal das so zu erfinden. Ich meine, irgendwelche Oktopusse, die in Tinte schwimmen und mit Tinte spritzen und keine Ahnung was. Im Online-Modus hat man ja durch die Forschungsinformationen immer richtig geile Sachen rausgefunden, ne? Muss ich auch noch dazu sagen. Also wie so alles zustande gekommen ist, so ein bisschen Geschichte. Das fand ich auch richtig stark, die Ideen. Finde ich das Spiel sehr, sehr gut, wirklich. Habe ich ja auch schon jetzt gesagt. Ich weiß nicht. Danke fürs Spielen steht hier nochmal. Ich weiß nicht. Was soll ich noch sagen? Meine Wertung fällt auch dementsprechend ziemlich gut aus. Die zweite Wertung von meinem Mitspieler, die gibt's erst später, weil der gerade im Urlaub ist. Geil, ne? ja, meine Wertung liegt wahrscheinlich bei 90%. Also, es überzeugt schon wirklich das Spiel. Wie gesagt, dicke Kaufempfehlung. Und wer sich vielleicht auch das Let's Play angeguckt hat, der weiß, was so alles passieren kann. Es ist wirklich richtig stark. Heldenanzug für Kämpfe online erhalten. Das ist geil. Octoling-Anzug für Kämpfe online erhalten. Okay. Gibt's für die Forschungsinformationen noch eine neue, noch was Neues irgendwie? Keine Ahnung. Warum kommt jetzt schon wieder das hier? Die News aus der Stadt, in der die Gezeiten hier ruhen, in Kobolis, ja. Hä? Das wissen wir doch langsam, oder? Warum kommt das jetzt? Na egal, was will man tun? Lassen wir das noch durchlaufen, wir gucken uns kurz nochmal um. Tschüss. Ja, 90% liegt meine Wertung, alles klar, ich habe mich entschlossen dazu. Gut, ich schau mal eben in den Shop hier rein, zu Arti, weil der wird ja jetzt sicherlich auch übelst erstaunt sein und so, die Forschungsinformationen, ich meine ja. Lang verloren, Präne meines Großvaters, ja, mhm. Erweitern, und was passiert? Was bekommen wir für eine Waffe? Ha, fertig, wenn nur mein Großpapa hier wäre, ja. Ja, meine Stufe ist noch nicht hoch genug. Gut, dann können wir das jetzt noch leider noch nicht sehen, das tut mir echt leid, aber naja, wir sind mit dem Story-Modus durch, spielen jetzt im Online-Modus weiter. Ich weiß nicht, wie lange das Projekt noch gehen wird, aber an dieser Stelle ist erstmal nur der Story-Modus vorbei. Ab jetzt kommen eben in jedem Part Online-Gameplays. Ich würde mich auf jeden Fall über eine Unterstützung freuen. Wer das Spiel selber hat, kann gerne mal in die Kommentare schreiben, wie er sich in dem Bosskampf so geschlagen hat. Er ist nun wirklich nicht einfach, aber er ist machbar. Und deswegen denke ich, ist das doch eigentlich gar keine so schlechte Leistung gewesen, obwohl ich mal gestorben bin zwischendurch, aber ist egal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Projekt. Schaut gerne bei den nächsten Projekten vorbei. Das wäre jetzt demnächst Portal und Portal 2. Das müsste eigentlich direkt an dieses Projekt anknüpfen, ne? Ja, würde mich freuen, wenn ihr da ein paar Klicks, eventuell Likes oder Kommentare da lassen würdet. Wir sehen uns dann dort. Bis dahin. Tschüss.